Willkommen! In diesem Video erkläre ich dir zwei Möglichkeiten, woran du die Wortart Verb erkennen kannst. Zur Erinnerung: Das Wort Verb ist die Expertensprache für das Tunwort. Das Zeichen für ein Verb ist der große runde Kreis. Verben schreibst du immer klein, außer am Satzanfang. So, und nun zu unserer ersten Möglichkeit, woran du die Wortart Verb erkennen kannst. Ein Verb antwortet immer auf die Frage, was tut jemand? In diesem Beispiel, der Hund läuft, was tut er? Er läuft. Also, das wäre der erste Beweis für ein Verb. Der zweite Beweis. Verben können sich verändern, also in unterschiedlichen Formen stehen. Dazu musst du erst einmal wissen, dass Verben eine Grundform haben. Also laufen, murmeln, ändern, schreien, rufen und so weiter. In dieser Grundform haben Verben unterschiedliche Endungen. Zum Beispiel en, eln oder ern. Wenn sich Verben nun verändern, bleibt der Wortstamm hier gleich und nur das Ende wird abgeändert. Machen das jetzt mal am Beispiel von dem Wort Verb, von laufen, von dem Verb laufen. Also, wie gesagt, der Wortstamm bleibt gleich, ich hänge aber bei ich laufe ein e an. Bei du passiert oft, dass aus einem a ein ä wird, also du läufst, dann geht es weiter, er, sie, es läuft, wir laufen, ihr lauft, sie laufen. Das sind also die Änderungen der Grundform. Ich mache hier auch mal das Zeichen, weil aus dem A wird ja ein Ä. Dieses Ich, Du, Er, Sie, Es, Wir, Ihr, Sie nennt man auch Personalform von Verben. Personal heißt nichts anderes als die Person, die man meint, also ich, du und so weiter. Du hast nun zwei Beweise kennengelernt, woran du ein Verb erkennst. Die zeige ich dir nochmal. Der erste Beweis ist, dass ein Verb immer auf die Frage antwortet, was tut jemand oder was kann jemand. Der zweite Beweis ist, dass Verben in unterschiedlichen Formen stehen. Nun darfst du selber Verben in deiner Umgebung entdecken.